Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute habe ich zu Gast einen spannenden Interviewpartner aus Südafrika, nämlich Georg von Organize Africa. Herzlich willkommen, lieber Georg, auf unserem Kanal. Ja, danke, dass ich eingeladen bin. Ja, ich freue mich. Ich habe ja gerade dir schon erzählt, dass ich seit vielen Jahren deinen Newsletter lese und es immer total spannend finde, was du so teilst. Und sehr faszinierend und natürlich auch für unsere Community ist, dass du ja ein Spezialist bist im Bereich Orgonenergie und sogenannte Organizer verkaufst und auch verbreitest und auch in Südafrika ja verteilst. Und mich würde natürlich interessieren, was hat es mit dieser Orgonenergie genau auf sich und wie funktionieren diese Organizer, die du ja in verschiedensten Variationen selber herstellst und auch vertreibst? Okay, viele Fragen auf einmal. Jo. Ich sehe übrigens, dass du hinter dir auch ein Orgonit stehen hast. Richtig, richtig. Also, Orgonenergie ist eigentlich die universelle Lebensenergie. Das heißt, das, was in älteren Traditionen, auch im Westen, als Äther bezeichnet wurde, was die Chinesen Qi nennen, was die Inder Prana nennen. Also Orgon ist eigentlich die lebendige Energie, aus der alles andere entsteht. Ja, und wissenschaftlich gesehen ist das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mal abgeschafft worden und inzwischen kommen aber die Nobelpreise wieder rein für neue Äthertheorien, ja? Oder man nennt es dann auch Quantumfluktuation oder Zero Point Energy, also Nullpunkt Energie, Raumenergie und so weiter und so fort. Und wir gehen davon aus, dass diese Energie in verschiedenen Zuständen, Keshe nennt es übrigens Plasma, ja, also das ist im Grunde dasselbe. Also der vierte Zustand der Materie. Im Prinzip ist das Materie, also Energie, bevor sie Materie wird, ja, kann man sagen. Und die kann nun in verschiedenen Zuständen existieren. Die kann stagnierend sein oder sie kann frei fließen. Wenn sie frei fließt, entfaltet sich der Lebensprozess positiv und wenn sie stagniert, entsteht ein Todesprozess, könnte man sagen. Ja. Und der Name Orgonenergie wurde von Dr. Wilhelm Reich geprägt, der in den 40er und 50er Jahren diese Forschung gemacht hat, kommend von ursprünglich psychoanalytischem Hintergrund. Also der war ein Assistent von Sigmund Freud ursprünglich in den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat im Prinzip das, was bei Freud dann der Todestrieb Thanatos ist und so weiter, hat er praktisch physikalisch belegt. Und Wilhelm Reich hat aber nicht das Orgonit erfunden, das muss man also ganz klar sagen, sondern er hat diese Energie beschrieben und versucht, eine eigene, ich sag mal, rundum welterklärende Theorie basierend auf dieser Orgonenergie aufzustellen. Dabei ist er natürlich leider unterbrochen worden, dadurch, dass er unter merkwürdigen und vorgehaltenen Vorwänden ins Gefängnis gekommen ist in den 50er Jahren dieses letzten Jahrhunderts. Und Hat er in Deutschland gelebt? er war ursprünglich Österreicher, er war jüdisch, hat lange Zeit in den 20er und frühen 30er Jahren in Deutschland gelebt. Und ist dann über Oslo und ich glaube Kopenhagen und Oslo nach Amerika emigriert. Ja, also er war ursprünglich Österreicher. Hat auch weitgehend in Deutsch geschrieben. Gibt auch seine Bücher noch zu kaufen, allerdings in immer wieder neuen Zusammenstellungen. Also es gibt sozusagen nicht eine genau autorisierte Fassung. Es kommen immer wieder neue Sachen zum Vorschein, weil Wilhelm Reich im Prinzip schon in den 50er Jahren in Amerika einer regelrechten Bücherverbrennung zum Opfer gefallen ist. Also seine gesamten Bücher sind damals vernichtet worden und seine Aufzeichnungen und alles. Das war also offensichtlich den
sage ich mal, Kontrollierern, wie sagt man das? Den Kontrollierern des Narrativs war das wichtig, das alles zum Verschwinden zu bringen. Ja. Und dann ist Wilhelm Reich so in den 70er Jahren immer wieder unter verschiedenen Hippies und experimentierfreudigen Leuten immer wieder aufgetaucht, und zwar hauptsächlich seine Orgon-Akkumulatoren. Das waren also Boxen, in denen man sich reinsetzen konnte und wo die Orgon-Energie stark konzentriert wurde. Die bestanden aus wechselnden Lagen von Metall und einem organischen Material, egal welchen. Man konnte also Papier oder Wollfilz oder sonst was nehmen. Und je mehr Lagen, desto stärker die Konzentration. Und dort hat er also erstaunliche Erfolge mit Krebsheilung und so weiter gehabt, die er auch veröffentlicht hat. Und da kam dann das langsam wachsende medizinische Establishment und hat ihn praktisch ausgeschaltet. Und das Witzige ist also, dass der Kronzeuge der Anklage niemand anders war als Dr. Ewan Cameron, der praktisch als der Vater von MK Ultra gilt. Der damals der Chef der psychiatrischen Vereinigung von Amerika war. Ja, okay. Das heißt also, die gleiche Person, die eben diese dunklen Programme entwickelt hat, ist auch gegen Wilhelm Reich vorgegangen. Ja, er wurde zumindest als Kronzeuge bemüht. Und das Orgonit nun wiederum ist was ganz anderes, aber es hängt mit dieser Energie zusammen. Orgonit ist im Prinzip eine Mischung von Metallspänen und Harz. Wie man das hier auch sehen kann, ne? Eigentlich hätte ich jetzt hier auch was haben müssen. Ich habe es tatsächlich auch nur, guck mal, ich habe es tatsächlich jetzt nicht extra, ich habe das eigentlich immer da stehen, ich habe es jetzt nicht extra geholt, ne? Aber sowas baut ihr auch, ne? Oder? Ja, genau, aber ich könnte jetzt noch was. Wie gesagt, wir sind gerade am Bauen und ich habe alles Mögliche. Deswegen habe ich nicht genug Zeit gehabt, mich hier schön noch mit Vorzeigeobjekten zu umgeben. Also Orgonit ist im Prinzip die Mischung von Metallspänen und Harz, Kunstharz. Und da findet jetzt dieser Prozess zwischen den Grenzen, also man spricht ja ich weiß nicht, wie das auf Deutsch richtig heißt, also jedenfalls zwischen den verschiedenen Materialien. Nach Reich ist es so, dass also organisches Material die Lebensenergie anzieht und absorbiert, während Metall sie kurz anzieht und dann zurückbounced oder zurückreflektiert und dadurch auch wieder beschleunigt. Das heißt, in der Mischung von diesen beiden Materialtypen entstehen jetzt unendlich viele Grenzflächen, wo die stagnierende Energie beschleunigt wird und wieder lebendig gemacht wird. Ja? Mhm. Und die Anwendung ist eben, dass man zum Beispiel, da kommen wir dann zu diesem, was wir Orgonit beschenken nennen oder Orgonite Gifting in Englisch. Das deutsche Beschenken klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich habe noch kein besseres Wort dafür gefunden, wo wir im Prinzip kleine Orgonit-Teilchen, die wir Towerbuster nennen, in der Nähe von diesen Mobilfunktürmen verstecken und dadurch das Feld ändern. Mhm. Mhm. Es ist nämlich so, dass im Prinzip jeder dieser Mobilfunktürme, ob absichtlich oder unabsichtlich, ist nochmal eine andere Frage, über die man lange diskutieren kann, ein stagnierendes Feld erzeugt, das lebensfeindliche Auswirkungen hat. Und Leute, die sehr empfindlich für solche Dinger sind, also mit anderen Worten Menschen, die Auren sehen können, können das auch sehr schön beschreiben. Mhm. Und sagen, dass also an so einem Cellphone-Tower im Prinzip ein abgeflachter Kreis, also es ist im Prinzip ein Torus, ja, der von den Paneelen kommt
und dann wie so eine flache Melone von der Seite aussieht, ungefähr einen halben Kilometer für einen normalen Mobilfunkturm. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo wir jetzt das Orgonit in der Nähe anbringen, und das ist, das kann alles Mögliche heißen, das kann auch heißen, aus dem fahrenden Auto schmeißen, wenn man einen guten Wurf hat, und in ein grünes Gebüsch, wo es keiner findet. Oder man kann es auch liebevoll mit dem Gartenschäufelchen eingraben. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man in ordentlichen Nachbarschaften in der Schweiz oder in manchen Teilen von Deutschland lebt, wo noch jeder Quadratzentimeter liebevoll gärtnerisch gepflegt ist. Da kann man natürlich nicht einfach was aus dem Auto schmeißen. Und wie nah müssen die denn an dem Mobilfunkmast dran sein, damit das funktioniert? Die müssen gar nicht sehr nah sein. Also in unserer Erfahrung ist das noch wirksam mindestens bis zu 500 Meter. Ah, okay. Das heißt, in dem Feld, also im Radius von, sagen wir mal, 500 Meter vom Mobilfunkmast, da reicht es, wenn man einen, wie nennt man die Teile, Orgonbuster oder? Torbuster, also Turm. Turmbuster, was ist ein Buster auf Deutsch? Ich kann mich gar nicht genau. Also, das ist so wie, ist eigentlich, naja, egal, das heißt eben nun mal so. Und ja, bloß wenn man sich jetzt persönlich schützen will, ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Also innerhalb dieser 500 Meter sehen wir die deutlichen Veränderungen. Sagen wir es mal so. Reicht da, okay, also du nennst das nochmal, ne, dass wir das alles so möglichst klar haben. Also das Teil, du nennst das Teil Towerbuster, oder? Ja. Und okay. Auch auf meiner deutschen Webseite, weil ich davon noch keine Übersetzung gefunden habe. Okay, und reicht da eins aus pro Mobilfunkmast? Ja, wir haben immer gesagt, eins reicht. Aber nun ist inzwischen, sind diese Dinger ja alle noch nachbestückt mit 5G und so weiter. Sodass inzwischen manche sehr sensiblen Leute sagen, dass sie bis zu 5 einsetzen. Okay. Das ist ein Freund von uns in Holland, der ist Arzt und sehr, sehr sensibel. Und der sagt, der hat vor allem auch über den Zusammenhang zwischen 5G und gesprochen. Und gesagt, dass um das zu verhindern, was da anscheinend passiert, müsste man bis zu 5 verwenden. Okay. Das ist aber nicht, weil ich mehr von den Dingern verkaufen will, sondern eigentlich haben wir immer gesagt, einer reicht. Mhm. Und meine Philosophie, weil wir das ja großflächig angewendet haben, immer, also es ist eigentlich auch unsere Spezialität, ist, dass wir nicht nur in Südafrika, sondern im ganzen südlichen Afrika diese Reisen gemacht haben, wo wir halt so viel wie möglich von diesen Türmen neutralisiert haben. Ich sage mal, es ist besser, 100 Türme mit einem zu beschenken, als 20 Türme mit 5. Mhm. Also die Auswirkungen auf ein Land oder auf die Gesamtwetter- und Energielage. Ja? Weil, es geht ja um mehr als nur um sich selber herum, das Feld positiver zu machen. Für uns geht es darum, eigentlich die ganze Großwetterlage sozusagen positiv zu beeinflussen. Genau. Und das heißt, ihr habt im ganzen südlichen Afrika, kann man sagen, habt ihr die wirklich so großflächig verteilt, dass praktisch kein Mobilfunkmast ohne diese Towerbuster? Das kann man niemals schaffen. Also. Aber es ist auch so, dass die Mobilfunkmasten ja auch alle untereinander vernetzt sind und dass auch die Energie. Also gefühlt ist es so, dass wenn man 50-60% erwischt, dass man dann eigentlich den Umschwung kriegt, ja. Okay, und das habt ihr geschafft? Ja, in vielen Teilen. Es ist natürlich ein andauerndes Projekt, weil natürlich die andere Seite auch ständig nachrüstet, ja. Das heißt, als wir 2004 nach Namibia gefahren sind, das war eine Reise, wo wir 11.000 Kilometer zurückgelegt haben, da gab es im ganzen Land Namibia vielleicht nicht mehr als 100 solche Masten. Ja, und
Dann sind wir dazu übergegangen, um die Fläche zu organisieren, dass wir die Towerbuster in die, da gibt es, also in Namibia gibt es hunderte von saisonalen kleinen Bächen, die also nur bei Regen sozusagen fließen und in der Trockenzeit praktisch nur als Riverbed vorhanden sind. Ja. Dann haben wir angefangen, die Towerbuster jedes Mal, wenn wir über so eine Brücke gefahren sind, wo so ein trockenes Flussbett ist, gleich einen da reinzuschmeißen. Und das hat also dazu geführt, dass Namibia dann die stärksten Regenfälle seit Kaiser Wilhelm da angefangen hat mit dem Meteorologischen Institut um 1870 oder wann auch immer, als das mal deutsch war. Das war also gewaltig. Und also wir haben verschiedene Strategien entwickelt aus Erfahrung, wie man große Flächen sozusagen wieder energetisch gesund machen kann. Okay, das heißt also, es geht also nicht nur darum, jetzt die schädliche Wirkung von Mobilfunkmasten zu neutralisieren, sondern es geht auch darum, zum Beispiel das Klima positiv zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass eben diese Gesamtatmosphäre sich wieder harmonisiert, oder? Ja, es ist auch auf geistigem Gebiet wirksam. Also es ist auch so, dass in der Gegenwart von einem starken positiven Energiefeld Menschen generell weniger aggressiv und weniger kriminell sind. Und das sind aber nur Tendenzen natürlich. Ja. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir Johannesburg im Jahr 2003 haben wir da eine große Anstrengung unternommen und haben so 2.000-3.000 von diesen Teilen überall versteckt. Und dann ist das erste Mal, und in Südafrika redet man ja fast nur über Kriminalität, das ist also das erste Mal seit langem die statistische Linie durchbrochen worden und hat es einen 13% Rückgang in Mörder und Totschlag gegeben. Mhm. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Karrierekriminelle jetzt sofort ein liebenswürdiger und konstruktiver Nachbar wird. Sozusagen, wer diesen Weg mal eingeschlagen hat, der hat natürlich auch eine gewisse Trägheit dabei, ja. Aber es, wie es eben ist mit einem Feld, ja. In einem Feld ändern sich Wahrscheinlichkeiten, sozusagen, ja, von bestimmten menschlichen Verhaltensweisen. Und wir haben oft auch gehört von Leuten, wo wir die Orgonit bekommen haben, dass sie persönliche Konflikte besser lösen konnten. Also, weiß ich, Paare, die sich gegenseitig so verzankt haben und aber nicht loslassen konnten und also sich gegenseitig auch lieber quälen mussten, als separate Wege zu gehen, ja, plötzlich erkannt haben, oh, wir müssen uns ja gar nicht gegenseitig verbeißen. Ja. Ich gehe hierhin, du gehst dahin, alles gut. Ja. Und die verstehen sich. Also solche Feedbacks haben wir sehr viel bekommen. Mhm. Und wir haben auch Sachen erlebt, dass also Freunde von uns, wir hatten eine Zeit lang starke Verbindung nach Uganda. Da haben einige Uganda dann auch die Sache aufgegriffen und sind dann damals zum Beispiel, ich glaube, Don Croft war sogar auch noch dabei, in den südlichen Sudan gegangen und haben da überall Orgonit ausgebracht. Und das war dann, und sowas ist natürlich nie beweisbar. Das ist immer, ist just a coincidence. Ja? Aber komischerweise erleben wir immer diese Koinzidenz in diese Richtung und nicht in die andere Richtung. Also dann nach dieser, das war ja die Zeit, wo dieser Lord Resistance Army da in Northern Uganda aktiv war. So eine terroristische Organisation, die natürlich heimlich vom CIA beliefert wurde, um da Unstabilität zu erzeugen. Und das reichte also rein in den südlichen Sudan und so weiter. Und da kam es dann zu einem Friedensabkommen, ja, dann wenige Monate, nachdem wir da tätig geworden sind. Mhm. Also ist eine gute Sache. Das heißt, das ist ja, da habe ich natürlich gleich wieder mehrere Fragen. Also eine Frage ist, diese Towerbuster, die produziert ihr alle selbst, oder?
Ja, wir produzieren alles selber, was wir verkaufen. Ich habe früher mal versucht, noch ein paar andere Sachen mit aufzunehmen, aber das ist mir irgendwie immer nicht geglückt. Ja, und ich habe Angst, dass da irgendjemand von oben sagt, nee, bleib mal auf deiner Schiene. Ja, also wir hatten auch mal so einen durchaus wirksamen energisiertes Metall, was du in deinen Tank tauchen konntest, und dann wurde das Benzin energisiert und so. An sich ein von der Idee her kompatibles Produkt, aber es gelingt uns irgendwie nicht. Mhm. Okay. Immer wieder darauf zurück, dass wir unsere eigenen Sachen verkaufen, die wir auch selber machen. Ja. Ja, so ist das halt. Und wenn ihr jetzt eine Reise macht, ne, und da die Landschaft mit Orgon oder Orgoniten bestückt oder beschenkt, macht ihr das immer als Familie oder mit Freunden zusammen? Unterschiedlich. Ich bin schon mit den unterschiedlichsten Leuten unterwegs gewesen. Vieles haben wir als Familie gemacht. Inzwischen sind meine beiden Töchter erwachsen und leben beide in Berlin übrigens. Hm. Also im Moment, ja, unterschiedlich. Also es ergeben sich immer wieder Koalitionen von Leuten, die mitmachen wollen, Leute, die man kennenlernt. Ich habe eine Zeit lang sogar mal angeboten, Orgonit-Safaris zu machen, ja, also für Leute aus Europa oder Amerika, die mal richtig Afrika sehen wollen. Da habe ich auch ein paar Reisen gemacht mit Leuten, die sich dann gemeldet haben. Und ja, aber es gibt keine feste Gruppe. Okay. Nicht Organized Africa oder so, manche Leute verstehen das so, aber so ist es eigentlich nicht. Also wir sind von der Produktion her sind wir ein Unternehmen mit Angestellten. Mhm. Also es ist nicht so, dass es alles Überzeugungstäter sind, obwohl unsere Leute das auch gerne machen und so, aber die sind nicht alle sozusagen jetzt total unseren Ideen verschrieben. Okay. Und gibt es denn Gruppen oder Organisationen, zum Beispiel in Europa, denen man sich anschließen kann, wenn man Lust hat, an solchen Aktionen teilzunehmen? Nein. Und ich glaube, es ist sogar gut so. Mhm. Also diese ganze Sache wurde ja im Prinzip von Don Croft angestoßen. Ich weiß nicht, ob dir der Name schon bekannt gewesen ist. Mhm. Don Croft hat praktisch angefangen, indem er das Orgonit, das von einem anderen Menschen namens Karl Welz ursprünglich erfunden worden ist, indem er das mit der Wilhelm-Reich-Idee des Cloudbusters verbunden hat. Ja, das war so ungefähr 2000 bis 2002, dass er diese ersten Experimente gemacht hat. Und daraus ist dann so eine Art, er hat es immer Netzwerk genannt, er wollte es nie Bewegung nennen, weil eine Bewegung einen Führer hat. Mhm. Wenn man nun diese Bewegung mundtot oder machen will oder ausschalten will, dann muss man nur den Führer absägen und dann ist es weg. Okay? Und deswegen hat es nie irgendeine organisierte Struktur gegeben. Aber es gibt eine Menge Leute, die das machen, und es gibt auch, wir hatten lange Zeit ein deutschsprachiges Forum, das habe ich dann aber irgendwann auch wieder aufgegeben, weil sich da auch zu viele Trolle getummelt haben und das Ganze dann mühsam und anstrengend wurde. Und es hat immer wieder Leute gegeben, die genau diese Frage gestellt haben, ob man nicht irgendwo eine zentrale Karte haben könnte, wo jeder dann genau sagt, wo schon mal was gemacht worden ist und so weiter und so fort. Und das gibt es nicht. Es ist aber so, dass relativ viele Leute auch angeregt von unseren Expeditionsberichten in ihrer jeweiligen Gegend angefangen haben, Ähnliches zu tun. Mhm. Und darüber auch berichten und schreiben. Aber ich verfolge das auch nicht im Einzelnen, weil es darauf auch nicht ankommt. Es ist nämlich auch nicht so, dass man die Koordination von 500 Leuten braucht, um so ein Land wie Deutschland zu bearbeiten. Also im Prinzip kann ja jeder... Eine entschlossene Person reicht für ein Land. Also im Prinzip kann ja jeder, der
wirklich etwas für ein besseres Energiefeld, ne? Also für ein besseres Klima, für einen besseren Schutz vor schädlicher Mobilfunkstrahlung, kann ja auch alleine einfach aktiv werden, ne? Diese Towerbuster einfach in größeren Mengen besorgen und dann eben verteilen. Und das ist, ne, weil wenn man jetzt zum Beispiel, viele Menschen haben ja diese Frage, was kann ich denn als Einzelner schon tun? Ne? Und so kann wirklich eine Person in dem Feld, wo man oder in der Region, wo man lebt, kann man einfach damit anfangen, eben breitflächig diese Towerbuster einfach zu verteilen. Man kann die auch sehr einfach selber machen. Ja, also das Wesentliche an unserer Bewegung oder unserem Netzwerk ist ja eigentlich auch, dass wir Open Source sind. Also wir versuchen nicht, da irgendwie ein Geheimwissen zu kultivieren oder den Eindruck zu erzeugen, dass wir jetzt über Geheimnisse verfügen, die wir erstens überhaupt niemandem erzählen wollen und die zweitens sehr kompliziert und schwierig zu beherrschen sind. Es ist im Gegenteil so, dass Orgonit sehr einfach zu machen ist. Und insbesondere einen einfachen Towerbuster zu machen, ist das Einfachste von der Welt. Man kann dann noch hübschere Sachen machen, was wir natürlich auch tun. Und wir hoffen auch, dass alle Leute, die von uns angeregt werden, massenweise Towerbuster für ihren Eigenbedarf zu produzieren, dass sie dann trotzdem unsere Pyramiden kaufen oder irgendwas anderes Schönes. Weil das eben auch viel Übung und Erfahrung erzeugt, um Sachen schön hinzukriegen. Das Tolle ist im Prinzip am Orgonit, dass jeder das machen kann. Okay. Und ein Towerbuster, wir benutzen dafür diese Muffin-Form. Ich weiß nicht, gibt es da ein anderes Wort für? Also, das so, ist, 4x3, ne? So diese Muffin-Kuchen-Form oder wie man das nennt. Und dann kommen da Aluminiumspäne rein und Kristalle, Quarzkristalle. Und das muss kein besonders tolles Quarzkristall sein. Das kann im Prinzip sogar weißer, undurchsichtiger Quarz sein, den man irgendwo am Wegesrand findet. Das muss also kein hochwertiger, optische Qualität Superquarz sein. Das reicht also einfachster Quarz. Und man kann nach Belieben noch andere Steine hinzufügen, was dann noch die Färbung sozusagen dieser Energie beeinflusst. Aber die reine Umwandlung ist damit schon gegeben mit diesem einfachen Teil. Ja? Und dann gießt man da Kunstharz rein und das ist es. Mhm. Fertig. Okay. Das ist ja super einfach. Da kann man also dann, wenn man sich ein paar von diesen Formen besorgt, kann man ja 100 Stück in einem Gang machen. Ja? Und dann schon mal losgehen. Und dann kann man erleben, dass sich der Himmel verändert und so. Das ist ja dann auch ein großer Spaß. Also ich behaupte mal, dass es eine sehr befriedigende Tätigkeit ist. Zumindest für uns ist es so. Weil wenn man es in groß genugem Stil macht, sieht man wirklich die Veränderung am selben Tag oder manchmal sogar direkt sofort. Ja. Was sieht man da? Man sieht, ich kann es mal so beschreiben. Also ein Wilhelm Reich nannte das Deadly Orgon, also stagnierende Orgonenergie oder auch DOR, D-O-R, ja, Deadly Orgon Energy. Ein DOR-Himmel ist flach, zweidimensional, hat keine artikulierten Wolken und sieht irgendwie wie eine Suppe aus, ja, also wie so eine graue Suppe. Und selbst wenn es scheinbar blau ist, hat das so was Bleischweres, Bedrückendes an sich. Ja? Im Grunde weiß man das ja, man spürt das ja. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, gerade wenn man so über Land fährt und ich habe mal so gesagt, so die kritische Größe, um was zu erleben, in Anführungsstrichen, ist, dass man 30 Türme in einem Gang erledigt, ja. Damit hat man richtig einen Gebietscover erreicht. Ja. Das sind dann meistens so 100 Kilometer auch, die man da zurücklegt oder so. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt, also bei uns hier in Südafrika ist es oft so, bei den kleineren Siedlungen hat man so einen Hügel und auf dem Hügel ist meistens der große Wasserbehälter, der das ganze Dorf versorgt.
Und natürlich auch der Vodacom-Turm und noch ein paar andere Türme. Und das heißt, wenn man da jetzt, und dann tun bei so einem prominent gelegenen Ding, da machen wir dann auch eher schon 5, 6 Stück hin. Und dann haben wir hunderte von Malen haben wir gesehen, wie dieser graue Himmel aufbricht, wie sich also ein Ring von Cumuluswolken bildet mit einem blauen Loch in der Mitte. Also im Prinzip ein Energiewirbel, ja, den man tatsächlich in den Wolken abgebildet sehen kann. Und dann sehr, sehr oft auch Regenfall nach einiger Zeit. Ja, spannend, ja. Super. Und das war eigentlich auch unser erstes Erlebnis mit dem Orgonit, wo wir praktisch den Don Croft Cloudbuster nachgebaut haben. Mhm. Von Anfang an abonniert hast, das habe ich, glaube ich, als zweiten Brief rausgeschrieben. Mhm. Also da haben wir den Cloudbuster gebaut und noch nichts anderes. Und das war einfach, weil ich als Jugendlicher schon Wilhelm Reich gelesen hatte und dann kam eben diese Information von Don Croft und auf einmal hat es bei mir geklickt und ich habe gesagt, das ist ja ganz einfach zu machen. Ja, das ist ja gar nicht kompliziert. Weil der Don Croft Cloudbuster ist im Prinzip 6 Kupferrohre, die in einen Eimer voll Orgonit gesteckt sind und wo am Boden in den Rohren jeweils ein doppelendiges Kristall drin sitzt. Ja. Das ist das Basisprinzip. Alles andere ist Verzierung und Zusatz. Und dieses Ding haben wir also gebaut und wir hatten dann im Vorort von Johannesburg gewohnt. Und es hat also innerhalb von wenigen Minuten angefangen, dieses blaue Loch zu formen mit den wunderbar aufgetürmten Cumuluswolken. Und dann ist dieses Loch regelrecht implodiert nach innen mit Regen. Ja? Und das war so eindrucksvoll, dass ich mich also angestachelt gefühlt habe, damit weiterzumachen. dieses blaue Loch war so stark, dass man das über Monate hin konnten wir das von 30, 40 Kilometer Entfernung konnten wir das sehen, wo das ist. Ja, also wir konnten rumfahren in der Gegend und konnten das sehen, weil das im Prinzip der erste Cloudbuster in der ganzen Gegend war und sonst nicht. Inzwischen ist es natürlich so, dass da mindestens 15 Stück rund um Johannesburg stehen und 2.000, 3.000 Türme mindestens beschenkt sind. Deswegen kann man es nicht mehr räumlich so stark unterscheiden. Ja. Aber es ist eben charakteristisch, dass diese Cumuluswolken, diese artikulierten Wolken, das ist eben die Lebensenergie. Lebensenergie erzeugt lebendige Strukturen und erzeugt Struktur. Also alles, was wächst, ist im Prinzip Lebensenergie. Wie kann man als Materialist erklären, wie aus einem Samen, der irgendwo in eine Felsspalte fällt, unter Hinzufügung von Licht und Wasser ein Wild Fig Tree entsteht mit 1.000 Wurzeln und so weiter. Ja, das ist das organisierende, kreative Prinzip. So hat Wilhelm Reich das auch genannt, der selber, ich sag mal, nicht unbedingt spirituell war, aber auch nicht materialistisch. Er hat eben versucht, auf dem Prinzip des Lebendigen basierendes Weltbild zu entwickeln. Mhm. Also Wilhelm Reich war kein New Ager. Wilhelm Reich hatte einen weißen Laborkittel an und hat sich als Wissenschaftler verstanden. Ja, das muss man auch sehen, weil viele Leute das jetzt adoptieren und das in so einem New Age-Zusammenhang sehen. Ist auch okay, aber da kommt es nicht her. Ja, es kommt aus der Beobachtung der Natur. Ja. Okay, super, super spannend, lieber Georg. Ich finde, das ist schon mal wirklich eine große Inspiration, also weil ja auch immer wieder Menschen kommen und sagen, hey, ne, was kann ich tun, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich als Einzelner überhaupt irgendwas verändern? Und das ist wirklich so eine Antwort, wo man sagen kann, hey, wenn du wirklich was verändern willst, ganz konkret, ganz praktisch, du musst auch nicht irgendwie Leute missionieren, ne, oder begeistern oder erreichen. Du kannst einfach loslegen und deine Region mit zum Beispiel mit Towerbustern oder mit einem Cloudbuster versehen und damit leistest du schon wirklich einen Beitrag für eine bessere Welt und ganz konkret dann sichtbar, fühlbar, erlebbar.
Ja, ich danke dir für diese tolle Schilderung und für diese spannende Inspiration. Und die Infos zu dir, die verlinken wir natürlich noch unter unserem Beitrag. Und weiterhin viel, viel Freude und viel Erfolg, und mögest du noch viele Regionen befreien mit deiner Arbeit. Das wünsche ich dir von Herzen. Und ganz liebe Grüße nach Südafrika. Schön, okay. Alles klar. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn bitte auf allen Kanälen, weil ich finde, sowas Aufbauendes und Mutmachendes, das sollte wirklich jeder wissen. Also alles Liebe und bis bald. Ciao. Ja, tschüss. Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis, und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich, und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.